Moin! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich total. Und wenn ihr wissen wollt, was das Fahrrad mit der Powerstation R600 von Allpowers auf sich hat, dann bleibt da einfach mal dran. Ja, kennt ihr das auch? E-Bike, ihr seid unterwegs mit dem Camper. Wir haben nur keine 230 Volt an Bord. Bei uns ist es ein bisschen schwierig, ein Fahrrad zu laden. Seid unterwegs und der Akku ist alle. Oder ihr müsst das nachladen, weil ihr nochmal 20 Kilometer fahren wollt am nächsten Tag. Und sagt ihr, was macht ihr denn jetzt? Dafür gibt es natürlich hier die Powerstation. Und da schauen wir mal, ob das möglich ist, mit dieser Powerstation 299 Wattstunden irgendwie ein bisschen was an Leistung und Saft hier in dieses Fahrrad zu bekommen. Schlecht ist es immer hier mit diesem Licht. Powerstation hat jetzt noch eine Leistung von 99% und der Akku vom Fahrrad ist zu 90% gefüllt. Das heißt, wir wollen checken jetzt mal die Lage, versuchen den jetzt mal auf 100% zu bekommen, ob das klappt und wie lange das überhaupt dauert. Muss geschehen, ich bin selber mal gespannt. Wir verwenden dazu das Original-Ladegerät von Bosch, was natürlich zu dem Fahrrad gehört, ganz klar. Schalten die Wechselstromeinheit ein, Stecker rein, Stoppuhr läuft. Und auch hier hoffe ich wieder, dass ihr irgendwas sehen könnt. 175 Watt. Ja, bin schon überrascht. Wir haben jetzt schon 5% geladen in 9 Minuten, ja, fast 10 Minuten, 5%. Das kann man, glaube ich, überhaupt nicht erkennen. Also die Powerstation hat 78% noch. So, das heißt so circa, wenn der Akku vom Fahrrad voll ist, kann man ungefähr 100 Kilometer fahren. Das sagen wir jetzt mal so, 10% fehlten, also 10 Kilometer Fahrleistung bringen wir jetzt praktisch dann mit der Powerstation wieder in dieses Fahrrad. Circa. Also das finde ich doch mal richtig genial, muss ich sagen. In fast 24 Minuten haben wir gute 10% Akku aufgeladen hier von dem E-Bike. Und haben 30% Ladeleistung verloren, Akkuleistung verloren hier bei der Powerstation. Ja, das heißt also in dem Fall, in 24 Minuten haben wir gute 10 Kilometer wieder gut gemacht. Also Minimum 10 Kilometer können wir wieder fahren mit diesem Fahrrad. Und wir können noch weitere Fahrräder oder weitere Kilometer praktisch aufladen, weil wir ja noch 69% Leistung zur Verfügung haben von der Powerstation. Richtig genial, gefällt mir gut, nehmen wir auf jeden Fall mit. Für uns optimal. Und ein paar Infos zu der Powerstation, die bekommt ihr jetzt natürlich auch. Messtechnisch und so bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, da gibt es wahrscheinlich ganz andere Firmen, die das machen. Mich interessieren einfach nur die Funktionalität von diesen Dingern. Wie jetzt irgendwelche Spannungen sind oder sonstige ganzen Geschichten irgendwie, ist mir letztendlich erstmal nebensächlich. Hauptsache es funktioniert alles so, wie ich das möchte und es gibt genügend Anschlüsse, alle die, die ich brauche. Im Lieferumfang dabei, ganz klar, Powerstation und hier so ein kleines Täschchen und Garantiezettel mit Anleitung. In dem Täschchen ganz klar, was muss da natürlich drin sein? Logisch, Netzkabel zum Laden über die normale Steckdose und ein MC4 zu XC60 Kabel zum Anschließen eines Solarpanels. Das gibt's von Allpowers natürlich auch. Hier in dem Fall 100 Watt Solar und das Ganze, wie man es kennt, natürlich ganz einfach Handhabe von Allpowers. Aufklappen, hinstellen mit diesen Füßen. In dem Fall auch noch ein paar MC4 Steckerkabel dabei, damit das auch richtig losgehen kann. Ja, aber kommen wir erstmal zur Powerstation. Was hat die Powerstation? Ein 12 Volt Anschluss, Zigarettenanschluss, finde ich persönlich schon mal sehr wichtig. Zwei normale Schuko Steckerdosen, USB-A, zwei USB-A Anschlüsse, zwei USB-C Anschlüsse. Einmal hier noch ein Licht hier, damit ihr die wiederfindet im Dunkeln, keine Ahnung. Den Ein- und Ausschalter und hier auf der Seite
ganz klassisch, einmal für den Schuko-Stecker und einmal für die Solartasche. Und das Ganze in der Mitte, das ist irgendwie nochmal so ein Reset-Knopf, Breaker, Press to Reset, Schnellladung hier oder für Handys, das habt ihr natürlich auch, wenn euer Handy das hergibt, meins kann das nicht, Handy drauflegen, dann wird das auch nochmal geladen. Gewicht der Powerstation 5,6 Kilogramm. Batteriekapazität 299 Wattstunden, obwohl ich schon mal einen Film gesehen hatte, wo nur 252 gemessen worden sind. Aber ich denke, das reicht auch vollkommen aus. Verbaut ist ein LFP, Lithium-Eisen-Phosphat-Akku. Und die Schutzleiter hier in diesem guten Stück sind geschützt gegen Hochtemperatur, Niedertemperatur, Überentladungsschutz, Überladungsschutz natürlich, Überlastschutz, Kurzschlussschutz und Überstromschutz. Also schon ziemlich sicher die ganze Geschichte hier. Die drahtlose, also das drahtlose Ladegerät hier oben hat eine Leistung von 15 Watt. Aus dem Zigarettenanzünder sollen 120 Watt rauskommen. Reine Sinuswelle, 2x600 Watt. Die Powerstation R600 hat eine Schnellladeleistung von 400 Watt. Und man soll das ganze Ding hier irgendwie in einer Stunde aufladen können. Viel mehr ist dazu erstmal gar nicht zu sagen. Die einzelnen Komponenten, die schaltet ihr hier ein. Praktisch hier ist die Wechselstromversorgung, die man hier einschaltet. Oder hier ist die Gleichstromversorgung über die USB oder den 12 Volt Stecker. Man hört den Lüfter laufen. Wir testen das mal mit so einem Mixer. Der hat hier 160 Watt. Das dürfte wohl kein Problem sein. Oh, der ist, ich glaube, ich brauche mal 9. Und man kann dann immer hier schön ablesen, wie viel Watt im Endeffekt wirklich rausgeht. In dem Fall nur 24 Watt. So, wir lassen den Mixer hier erstmal drin und schließen jetzt einfach hier nochmal so einen Winkelschleifer dazu an. Mit zusätzlichen 180 Watt. Und testen mal, ob beide Geräte auch gleichzeitig funktionieren. Da wieder das schöne Geräusch. Das signalisiert, ich brauche einen neuen Stab. Wunderbar. Habt ihr gesehen? Schlappe 200 Watt. Überhaupt kein Thema hier für die Box. Gespannt bin ich jetzt mal hier beim Anschließen eines kleinen Staubsaugers. Der eine Leistungsaufnahme von 700 Watt. Ja, habe ich mir natürlich gedacht. Ist ein bisschen zu viel. Schaltet sofort ab das Gerät, das, was es tun muss. Abschaltschutz, also funktioniert auch wunderbar. Und wie in diesem Sommer, viel zu warm. Ventilator anschließen. Oh, herrlich, herrlich. Also man sieht, dass 300 Watt beziehungsweise 600 Watt schon eine ganz gute Wattleistung ist, wo man doch wirklich viel anschließen kann. Und es funktioniert alles wirklich super. Also jetzt hier die USB, jetzt da irgendwie noch ein Handy reinzustecken oder irgendwas, denke ich, das wäre jetzt ein bisschen Quatsch. Ihr könnt alles auch gleichzeitig laden, also bis zu 10 Geräte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, obendrauf, ne, 8 Geräte, ne? Wenn ich richtig zähle, können 8 Geräte gleichzeitig laden. Ich muss mal ein bisschen den Ventilator wieder ausmachen. Wird gerade ein bisschen kalt hier. Die Sonne scheint gerade draußen. Wir schließen schnell nochmal das Solarpanel an. Einfach reinstecken. Dann mit der Solaranlage verbinden. Da könnt ihr auch nichts falsch machen, die passen immer nur in eine Richtung, diese Stecker. Jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, dass es einfach mal zu hell ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das wirklich ernsthaft sehen könnt. 28 Watt, 27 Watt gehen jetzt gerade rein. Also mir gefällt die Powerstation von AllPowers R600 wirklich gut. Die ist super handlich. Man hat wirklich alle Anschlussmöglichkeiten, die man ernsthaft braucht. Vor allen Dingen, wir brauchen auch hier den Zigarettenanzünder, zwei Steckdosen.
Also funktioniert alles reibungslos, Bedienung ist super einfach. Also ihr braucht doch keine Anleitung durchlesen oder sonst irgendwas. Habt ihr gesehen, die Schutzfunktion klappt auch. Dazu noch hier ein super 100 Watt Solarpanel. Und dann kann die Reise doch losgehen, oder nicht? Also muss ich mal ganz ehrlich sagen, gefällt mir. Und wie immer, die Verarbeitung von All Powers ist auch super. Kann ich nur empfehlen. Guck mal rein. Ich verlinke das Ganze irgendwie mal unten in der Infobox. Ihr könnt euch die Anlage da ja mal anschauen, irgendwie bei Amazon oder irgendwas. Und dann ja, überlegt euch das mal. Braucht ihr sowas oder braucht ihr sowas nicht? Ich finde das toll. Und in dem Sinne sage ich mal, Daumen hoch, würde mich freuen. Ne? Kostet alles nichts. Ein Abo setzen für die, die es noch nicht getan haben. Und vielen Dank für die Leute, die mich schon abonniert haben. Freut mich auch total. Das bestätigt einen ja doch irgendwie immer weiterzumachen. In dem Sinne sage ich Tschüss, mach's gut und bis bald.